Liebe Studentinnen und Studenten, guten Tag, hier spricht Professor Fekete und das ist die ausgefallene Tierschutzvorlesung von 12. März. Unser Thema für heute und für diesen Donnerstag sei die fünfte Freiheit, Freiheit von Angst und Stress, und zwar Stress und Distress. Ich gebe diese Vorlesung in zwei Teilen von 45 Minuten. Erster Teil, Gliederung. Gliederung, Freiheit 5, Freiheit von Angst und Leiden. Alarmreaktion oder Fight or Flight. Das heißt, kämpfen oder fliehen. Und tend and befriend reaction, sich kümmern und anschließen. Langdauernder und ansteigender Stress, mögliche Stressoren, Quellen von Distress. Sozialer Stress, Bevölkerungsdichte und die Versuche von Calhoun mit Ratten. Pheromone, Grundlagen und Klassen, Phlegmenverhalten und praktische Anwendung von Pheromonen. Die drei als eine Einleitung, ich sollte die drei Dimensionen Konzept von Fraser bestellen, weil so kann man die fünf Freiheiten richtig verstehen. Das Konzept impliziert, dass eine Kompensation zwischen den verschiedenen Tierwohldimensionen nicht möglich ist. Das ist wie beim Liebiggesetz in der Botanik. Sie haben es gehört, dass die pflanzliche Leben braucht verschiedene Elemente, Kalium und Stickstoff und so weiter, und eine kann nicht andere ersetzen. Hier steht auch, was sind diese Dimensionen? Erstens Gesundheit und Körperfunktionen, das heißt Freiheit von Krankheit und Verletzungen, Futter, Wasser und Schutz, Möglichkeiten. Zweitens Normalverhalten, zum Beispiel Bewegung, Sozialverhalten und sehr, sehr wichtig Erkundung. Und dritte ist gefühlsbezogen. Vermeidung von Schmerzen und Leiden, Erleben positiver Emotionen. Und wir sind jetzt beim dritten. Die fünf Freiheiten sind Freiheit von Hunger und Durst, Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden, Freiheit von Schmerz, Verletzungen und Krankheiten. Voriges Mal, wir haben während zwei Vorlesungen mit Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster und individuelles und soziales Gruppenverhalten uns beschäftigt. Aber wir sind jetzt bei der fünften Freiheit, und zwar Freiheit von Angst und Stress. Durch Verfahren und Management werden Angst und Stress vermieden, zum Beispiel durch Verzicht auf Treibhilfen. So, wir müssen die Grundlagen von Stress erlernen, und dazu wir werden ein überblicken, was wir denn über Stress hören. Grundlagen, das generelle Adaptationssyndrom, GAS, von Hans Scheye.
die sogenannte klassische Trio, und zwar Nebennierenland, Thymus, Lymphknoten, verändern und Magenschleimhaut, Geschwürbildung, steigende und dauernde Stress, was für eine Einflüsse haben auf die Organismus, Bleichgewicht beim dauernden Stress. Und wenn gibt es ein Gleichgewicht, auf welchem Niveau? Und als eine Fachliteratur kann ich Sapolsky, Robert, warum bekommen Zebras keines Geschwür vorschlagen. Stress heißt auf Deutsch Druck oder Anspannung. Wir haben verschiedene Formen von Stress, weil auch die positive Emotionen haben Einfluss auf unsere Gesundheit und Körpermechanismus. Eustress, Distress und Stressreaktionen unterscheidet man zwei Arten von Stress, mindestens positiven Stress oder auch Eustress. Das kommt von alten griechischen Sprache, das heißt das echte Stress, EU. Eu auf Deutsch, aber EU auf Griechisch. Und wir haben auch negativen Stress und das ist die sogenannte Distress. Ich habe es bevor gesagt, dass das ist eine Skala. Und zwar gibt es Glück, weniger Eustress, nachdem kommt Stress und kommt Schmerzen und Leiden kommen. Zu unterscheiden sind die Reaktionen auf akute und andauernde Belastungen. Aber davon haben Sie schon etwas gehört. Und hier werden wir davon sprechen, was für eine verschiedene Taktik vorkommen in der Widerstandsreaktionen. Vielleicht Sie haben schon über Flucht- und Kampfreaktionen gehört, aber gibt es auch eine andere. Und zwar, unsere Verwandte, die Bonobo-Affen, sie sind vielleicht unsere sehr, sehr nähe Verwandten, 0,4% Unterschied im Gesamtgenom. Nun so, jo. Bonobo-Affen sind die Hippies des Tierreichs. Nach dem Motto Make Love, Not War lösen sie die meisten ihrer Streitigkeiten mit Sex. Naja, dabei sind sie nicht wählerisch. Und sie leben nicht im Patriarchat wie die Schimpansen, sondern im Matriarchat. Und bisschen über die Hippie-Bewegung. Sie haben vielleicht etwas gehört. Das war grundsätzlich ein bisschen gegen Vietnamkrieg. Vietnamkrieg und eine Bewegung in der Vereinigten Staaten mit Rockmusik und viele Art und diese bunte Bilder, so sie können bisschen Erlebnisse bekommen davon. So, aber zurück zu Bonobos, die Interaktionen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern sind friedlicher als bei anderen Primaten und beinhalten häufig Sexualverhalten.
Dies dürfte der Reduktion von Spannungen dienen, das heißt weniger Stress, und wird unabhängig von Alter, Geschlecht oder Rangstufe ausgeübt. Auch das Gewähren sexueller Kontakte im Gegenzug zur Nahrungsabgabe ist verbreitet, zum Beispiel für Fleisch, Sex für Fleisch. Bonobos praktizieren eine Vielfalt von Sexualkontakten. Die Tiere kopulieren täglich mit verschiedenen Partnern. Dieser Geschlechtsverkehr erfolgt in unterschiedlichsten Stellungen. Dieses Verhalten dürfte der Versöhnung und der Regulierung von Spannungen dienen. Und sie haben auch eine andere Strategie entwickelt, gegen Stress und gegen Streit. Das sogenannte Bonobo-Strategie, Fliehen oder Kämpfen, ist für Schwangere und Mütter von Kleinkindern evolutionär wenig sinnvoll. Ich muss es zufügen, dass solche Bonobo-Strategie kommt vor, auch beim Nagetieren, Ratten und so weiter, aber diese Strategie hat Name bekommen von Bonobos, weil dort ist sehr, sehr bekannt. Und Cannon hatte für seine Forschung auch hauptsächlich männliche Ratten verwendet. Als weitere Reaktionsmöglichkeit auf chronischen Stress fanden Shelley Taylor und Kolleginnen 2000, California University, die Tend and Befriend Reaction, sich kümmern und anschließen, die aus der Sorge um den Nachwuchs, Tend, das heißt sich kümmern, und der Schaffung eines sozialen Netzwerkes, Befriend, sich anfreunden, Freunden, besteht. Sie ist bei Frauen etwas häufiger anzutreffen als bei Männern. Und es ist abhängig von verschiedenen Hormonen, zum Beispiel Oxytocin-Ausschüttung und Neurotransmittern im Gehirn. Und hier zeige ich Ihnen Hans Scheie, als arbeitet und kitzelt ihre Versuchsrate. Hans Scheie wurde in Komárom, in damaliger Ungarn, geboren, halb österreichisch und halb ungarisch, und wurde in Prag, an der Prag Karol-Universität promoviert und nachdem in Kanada weitergearbeitet. Er hat das sogenannte generelle Adaptationssyndrom, GAS, entdeckt, 1936. Und dieses klassische Trio, Nebennierengland, vergrößert sich. Das sind die ursprüngliche Bilder von Scheie und links sie haben Kontrollratten und rechts die Stressbelastung Tiere, und erste ist die Nebennierengland vergrößert, Thymus, und die dritte Schicht und Lymphknoten und Milch sind kleiner, schrumpfen, und Magenschleimhaut, auf dem Magenschleimhaut ein Geschwür ausentwickelt. Naja, aber auch heute ist es richtig, Sie können die Einzelheiten sehen auf diesen Diapositive. Signale an den Hypothalamus,
lösen Nervenimpulse an den Sympathikus aus. Das ist, das kann sein, eine Gefahr oder ein Alarmsignal. Lösen Nervenimpulse an den Sympathikus aus und durch Rückenmark geht dieses Reiz direkt in Nebennierenmark. Das heißt, dass Aktivierung des Nebennierenmarkes, welches Adrenalin und Noradrenalin-Hormonen ausschüttet ins Blutbahn. Das ist die erste Stufe als Kanon-Alarmreaktion oder akute Phase und chronische Phase, dass Hypothalamus gibt ein Signal für Hypophyse und von Hypophyse geht nach Nebenniere rinnt und dort wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol für Menschen und einige Tiere, aber für Labortiere und Vögel Corticosteron. Aber sie sind sehr, sehr ähnlich. Ja, auch ein ähnliches Bild wird die Reaktionen auf Kurz- und Langzeitstress zeigen. Jetzt konzentrieren wir auf linke Seite von der Grafik, nachdem wir werden rechte Seite sehen. So, Sie sehen noch einmal Nervenzelle, Nervensignale, Rückenmark und Nervus Sympathicus, Nebennierenmark und Adrenalin und Noradrenalin-Ausschüttung, Reaktionen auf kurzzeitigen Stress. Aber was für eine Reaktionen können wir beschreiben? Tritt ein Löwe ein? Was wird geschehen mit uns zum Beispiel? Und sie haben eine lange Liste von Kurzzeitstresssignalen, Kurzzeitstresssymptomen sehen. Erstens, vermehrte Produktion von Schweiß, mit der Ausnahme von Hund und Schwein, weil sie haben nicht geeignete Schweißgland. Zweitens, Erweiterung der Pupillen. Drittens, die Speicheldrüsen produzieren weniger und zähflüssigeren Schleim. Viertens, alles als eine parasympathische Einfluss kommt. Nein, sympathische. Parasympathische Speichel ist dünnflüssig und diese Stressspeichel ist wenig und zähflüssig, dieser Schleim. Okay. Viertens, die Bronchien werden erweitert, eine Vorbereitung für Weglaufen. Gänsehaut. 6. Glykogen wird zu Glucose abgebaut. Blutglukosespiegel erhöht sich dadurch. Glykogen oder tierische Stärke. Das ist nicht zu viel. Wir haben und im tierischen Organismus gibt es 1,5% Glykogen im Muskel und im Leber, nicht mehr. 7. Blutdruckerhöhung. 8. Atmung wird verstärkt. 9. Stoffwechsel beschleunigt. 10. Veränderung des Blutflusses führt zu erhöhter Alarmbereitschaft
und herabgesetzter Tätigkeit von Verdauungstrakt und Nieren. Aber erstens kommt ein Durchfall. Sie können Ihre Vorprüfungsperiode nachdenken. Und 11. Leistungssteigerung von Muskeln. Naja, aber gegen einen Löwe geht es nicht. Und der Löwe ist hier geblieben. Und Reaktionen auf Langzeitstress und bitte konzentrieren im Bild auf rechte Seite. So, Sie sehen, dass von Nervenzellen reizt und geht nach Hypothalamus. Von der Hypothalamus kommt ein Releasing-Hormon nach Adenohypophyse durch Blutgefäße wird ACTH ausgelöst und durch Blut wird in Nebennierenrinde die Ausschüttung von Mineralkortikoide und Glykokortikoide, und zwar Cortisol, Corticosteron, Aldosteron, aber in erster Reihe 1:10 Glykokortikoide und weniger Mineralokortikoide. Und kommen die Reaktionen auf Langzeitstress. Sie sind eine Antwort auf die Mineral- und Glykokortikoide. Was sind die Reaktionen auf Langzeitstress? Wir werden sofort sehen. Das ist in 8 Punkten zusammengefasst. Erstens, Erhöhung des Blutvolumens und erhöhter Blutdruck. Zweitens, Abbau von Proteinen und Fetten und deren Umwandlung zu Glucose. Das ist die sogenannte Gluconeubildung, Glucoseneubildung oder Gluconeogenesis. Das heißt, dass Glucose wird Glucose geförmt. Und warum? Weil diese 1,5% Glykogen, tierische Stärke, ist schon verschwunden. Blutglucosespiegel erhöht sich dadurch. Drittens, Immunsystem wird möglicherweise supprimiert. Lymphatische Organe vermindern die Antikörperproduktion. Und warum? Weil das braucht viel Energie und viel essentielle Aminosäuren. Und das braucht der Organismus für Überleben, für diese Widerstandsreaktion. Viertens, Entzündungen in den Geweben werden gehemmt. 5. Retention von Natriumionen und Wasser durch die Niere. 6. Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Konsequenzen. 7. Unterdrückung der Produktion von Geschlechtshormonen, Zyklusstörungen, verringerte Spermatogenese. Warum? Weil die erste Aufgabe ist Überleben und nachdem kommen nur die Fortpflanzungsaufgaben für ein Tier. Und 8, Nierenversagen kann kommen. So, das ist. Und gibt es eine zusätzliche Funktion der Hypophyse, weil die Hypophyse produziert auch Endorphine, die Schmerzempfindung dämpfen. Das ist die sogenannte Stressanalgesie. Während meiner Vorlesung über Schmerz und Leiden, ich habe davon gesprochen, dass gibt es eine Linderung, eine Schmerzlinderung von
Gehirn und Thalamus und Hypophyse und diese Endorphine können richtig Stressempfindlichkeit und Schmerzen vermindern und sinken. Und was machen noch diese Endorphine? Die Körpertemperatur steigern und unterdrücken die Insulinausschüttung. Das heißt, dass Insulin normalerweise würde ausgeschüttet und viel Insulin würde Blutzucker in Zellen eingetrieben. Aber für Überleben, der Organismus braucht Blutzucker und deswegen ist diese Unterdrückung der Insulinausschüttung. Ja. Ich muss noch unterstreichen, dass Stressreaktion während der Stressreaktion muss man über eine Einheit von Immunität unterdrückt, Gehirn kontrolliert alles und Hormone. Und auf diesem Bild, in diesem Bild, Sie können sehen, dass für ein Auslöser von Stress kann sein, nicht nur die echte Probleme wie Schmerzen und Leiden, sondern gibt es auch solches Einfluss von Wut und Angst. Und Sie sehen auch, dass Entzündung, eine langfristige Entzündung, eine langdauernde Entzündung, auch ein Stress. So, Sie haben schlechte Zähne, das kann sein. Ein Tier mit Lahmung, das ist eine Entzündung. Aber gibt es auch Probleme mit Wachstum und Stoffwechsel? Ja. Ablauf der Stressreaktionen und Stressfolgen ist zusammengefasst. Kommt ein Reiz, das wird auf Zentralnervensystem einen Einfluss ausüben. Kommt Wahrnehmung des Stressors und Organisation der biologischen Verteidigung. Das war die sogenannte Erkennen der Gefahr für die Homöostase. Homöostase, das heißt die Homöostase von Zellen, aber auch Überleben. Und Stressantwort ist die biologische Antwort, das heißt, dass nicht nur die neuroendokrine Antworten sind hier, sondern autonom Nervensystem und auch verhaltensmäßig, auch Verhaltens wird verändern, sich verändern. Und Änderung der biologischen Funktionen und leider Krankheitsprädispositionen, wenn diese Widerstandsreaktion langdauernd ist und können auch Krankheiten entwickeln. Diese sind die Folgen von Stress. Und hier können wir überblicken, eine sehr wichtige Frage, und zwar ein Teufelkreis. Was ist ein ansteigender und lange dauernder Stress und die biologische Leistung? Das ist ein Teufelkreis. Gelangen Informationen über Stressoren in das Großhirn, kann man, das ist ein. Und ins limbische System, das ist drei. Und beide geben ein Reiz, ein Signal für Amygdala, ein Nukleus, und davon ab weiter Hypophyse und Nebennieren, was haben sie schon
gehört. Weitere Rollenspieler sind die Lucius Ceruleus, und weil Lucius Ceruleus bekommt immer ein Feedback von Nebennieren, und von Lucius Ceruleus geht zurück ein Reiz nach Startlinie zum Amygdala. Das ist ein sogenannter Teufelkreis, sogenannte Circulus Viciosus. Das heißt, es ist schwierig zu auszuspringen. Und kann man hier sehr schön sehen, dass ansteigender und langdauernder Stress und die biologische Leistung. Beim steigenden Stress, und was kann solcher langdauernder Stress sein für Tiere? Zum Beispiel wenig Platz, ein aggressiver Käfigpartner oder Einsamkeit oder fehlende Sexualpartner oder ein Schmerzen und Leiden im Körper oder hohe Ammoniak oder schlechte Gase im Luft oder viele Geräusche, Hintergrundgeräusche und so weiter. Aber zum Beispiel, ich möchte zeigen, wie es aussieht beim Studentinnen und Studenten. Sie sind in der Ruhe und die Leistung ist wenig. Und Stress steigt sich, weil kommt Prüfungsperiode und ihre Leistung steigt hoch und erste Prüfung ist schon gemacht. Aber sie sind schon müde und kommt Erschöpfung und in der Hintergrund, das ist eine Widerstandsreaktion von Stress. Und wie Sie haben schon gesehen, Krankheiten können kommen, aber hoffentlich nicht tot. Naja, über langdauernder Stress und Hochblutdruck oder Hypertension möchte ich etwas zeigen. Wer ist ein bisschen mehr interessiert? Im September, ich halte einen Wahlpflichtkurs unter Titel Humanernährung. Dort werden wir solche Fragen tiefer erklären und erlernen. Die Funktion von Renin-Angiotensin-System im Arteria renalis ist wichtig. Und wenn kommt eine fortdauernde Belastung und Sie haben erlernt, dass auch Nierenfunktionen werden verändert und in diesem Weise die Natriumretention erhöht. Und dazu kommt die Bedeutung von aufgenommenem Kalium-Natrium-Verhältnis im Lebensmittel, weil in Pflanzen viel Kalium ist und in menschlicher und tierischer Körper viel Natrium. So, wer wenig Pflanzen isst, das macht diesen langdauernden Stress noch schwieriger. Prädisponierende Faktoren, die für diese Hochblutdruck verursachende Stress sind die Stresshormone, die sehr schon bekannt Adrenalin, Cortisol und Corticosteron, aber auch leider Alkoholverbrauch, Rauchen und eine spezielle Form von Yoga, Kundalini-Yoga. Langdauernde Stress, das heißt, dass Cortisol wird die zellgebundene Immunabwehr geschwächt, die T-Lymphozyten und so weiter, und damit die Gefahr von Infektionen erhöht.
im Stadium der Widerstandsreaktion Anpassungskrankheiten äußern sich zum Beispiel als Magen- oder Darmgeschwüre und werden dem psychosomatischen Bereich zugeordnet, weil sie können auch von inneren Reizen ausgelöst werden, einfach von Gedanken. Schließlich zum Erschöpfungsstadium, in dem die hormonelle Steuerung zusammenbricht und die Nebenniere-Rinde atrophiert, geschrumpft. Ja. Die Stress ist mit der, hier kommt diese Frage, Gleichgewicht von Stress und die auferhaltende physiologische Mechanismen. Wenn wir sind unter schwierigem Stress, das ist ein Elefant. Und unsere Blutdruck und Stoffwechsel und so weiter kann es im Gleichgewicht halten. Naja, aber wenn wir haben überlebt und Stress ist weg und ein Elefant ist weg, andere ist übergetrieben. Hochblutdruck und gestörte und veränderte Stoffwechsel. Und das ist nicht gut. Und in diesem Weise, was würde ich für Sie vorschlagen nach einer Prüfungsperiode? Bitte, ein Stress ist weg, ersetzen bitte mit physischen Aktivitäten. Naja. Was können die möglichen Stressoren sein, die auslösenden Faktoren? Was bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel Umwelteinflüsse, und zwar die nicht günstige Lärm, Hitze, Kälte, permanente falsche Handlung? Naja, das ist menschliche Verantwortung. Und in sich Massentierhaltung und so weiter. Ist das Tier jedoch nicht mehr fähig, sich anzupassen, dann entwickelt sich Stress, der sich durch verändertes Verhalten zeigt oder als Krankheit darstellt. So, wir haben über verändertes Verhalten gehört, zum Beispiel die Stereotypien beim Verhalten. Und hier können die Illustrationen für mögliche Stress sehen. Zum Beispiel verschiedene Spezies sind anwesend. Zum Beispiel für Mäuschen eine Katze, für Ratten eine Katze, für Mäuschen auch die Ratten oder Massentierhaltung oder Hund, die zu Hause gelassen wurde und in Einsamkeit ist, in Depression. Oder mögliche Stressoren können Hunger und Durst sein. Hier können Sie sehen in der Grafik, dass wie viel Stunde haben ein Tag Küken nichts bekommen zu trinken und zu essen. Und Sie sehen, dass je länger ist dieser Hunger und Durst dauert, desto mehr sind sie in der Grafik Zeit von Kükenpiepsen. Ja, wir beenden sofort den ersten Teil. Mögliche Stressoren noch. Hitze, Parasiten. Hier auf dem Bild rechts steht eine Giardia im Darm und säugt Nährstoff.